Mammon ist kein Fabeltier, ein Götze ist halb Bär, halb Stier, gefährlich ist das Mammon. Es streift in seinem Jagdrevier umher und leidet große Gier, gefräßig ist das Mammon. Die Marge ist sein Lebenssinn, es kann vom Maximalgewinn den Hals nicht voll bekommen. Und was es nicht verschlingen kann, davon lädt es sich Vorrat an, es investiert das Mammon. Es investiert in Unternehmen, wo ihm Menschen an Maschinen Nahrung produzieren. Und wenn sie dafür artig sparen, dürfen sie in seinen wahren Tempeln konsumieren. Ministern dreht es Waffen an, womit sam Krieg gewinnen kann und lässt sich Zinsen geben. Es feiert mit bei Siegparaden Zivilisten und Soldaten, kostet es das Leben. Es investiert in Immobilienfonds in Cleveland und Sizilien und in Emiraten. Und wenn die Immobilien bröseln und die Rohstoffbörsen kriseln, spielt's mit Derivaten. Sein Vorrat schwillt gewaltig an und fängt da mal zu faulen an und seine Kurse fallen. Dann kann's Verluste schlecht ertragen, muss sich neue Beute schlagen, frischen Vorrat krallen. Einer wilden Jagd nach Spendern nimmt es Geiseln ganzen Ländern, droht es mit Zerrüttung. Es braucht sofort Ersatz in Bar, es nötigt Parlamente gar zur großen Bankenrettung. In rigorosen Sparritualen sollen Menschen Opfer zahlen, bergen stets die Armen. So werden die Vermögenslosen ihre Existenzen los. In endlosen Reformen. Das Monster wächst, wird immer größer, jede Krise macht es böser, wütender und wilder. Längst zieht es eine breite Fährte purer Not hinter sich her. Kahlgefressener Felder. Wo sind die Menschen, die sich sehnen, nicht dem Reichtum mehr zu dienen, eingesperrt im Käfig? Wann werden sie die Bestie töten und aus ihrem Käfig treten? Mammon herrscht nicht ewig.